Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ja, ich habe heute vor, mit euch noch ein paar Quests zu machen und schon mal anzufangen hier hinten in unserer neuen Siedlung. Wo waren die jetzt? Hier. Vielleicht schon mal ein bisschen weiter auszubauen. So ein bisschen zu bauen eventuell. So und um mal vielleicht ein paar Kisten vorzubereiten dort, dass wir dann da halt hinziehen können. Wie viel haben wir eigentlich im Rucksack? Haben wir noch genug Platz bis. Also damit. Was? Teil das mal. Das wird nicht demarkiert, okay. So, aber erst einmal wollte ich hier mit den Quests anfangen. Wir haben hier ja 7 Quests. Obeliskenforschung, verlorene Miasma. Tumult in den Katakomben, da kriegen wir richtig coole Steine, sehe ich gerade. Du hast einen Brief gefunden, in dem geheimnisvolle Katakomben erwähnt werden. Reiche den unterirdischen Friedhof und gehe da dem nach. Zeit für die Ernte. Eine wichtige Untersuchung. Die Plünderer haben die Irrwurzburg erobert. Aber wenn wir nochmal kurz auf die Karte gucken. Der hier ist ja auf Stufe 1, den würde ich gerne weiter ausbauen. Was bräuchten wir nochmal für Stufe 1? Beziehungsweise, warte, wir porten da uns einfach mal hin und dann sehen wir einfach, was wir genau dafür brauchen. Weil ich hoffe, das ist jetzt der, den ich meinte, den ich haben will. Nicht, dass wir jetzt doch mehrere haben an Siedlungen. Doch, das ist der, den ich meinte. So, wie viel brauchen wir, um den aufzuwerten? Eine Miasma-Seele. Und Kupfererz, Bluterlicht, Wurmkopf. Ach so, der ist. Ah, okay. Dann porten wir uns nochmal zurück. Da müssten wir doch noch ein paar Miasma-Seelen haben, meine ich. Irgendwo. Können wir die schon mal mitnehmen? Und hier das Ding schon mal aufwerten. Dass wir das auf Stufe 2 und 3 bekommen. Dann brauchen wir den hier bald gar nicht mehr. Ich hoffe, wir haben welche. Die Frage ist nur, wo? Hier jedenfalls nicht. Wir haben drei. Drei Miasma-Seelen und Plünderer-Mutterkopf haben wir einen. Sonst haben wir nichts. Okay, wir werden definitiv auf jeden Fall drüben mehr davon brauchen. Und ich weiß zumindest, dass hier in der Nähe mehrere Miasma-Seelen zu holen gibt. Einmal hier unten gibt es einen zu holen. Und dann weiter da hinten gab es irgendwo noch eins, wo es gleich 4 zu holen gibt. Autsch. War alles andere als schlau. So, machen wir die erstmal weg. Die machen uns aber kaum noch Schaden. Warte mal, ich merke gerade, nee, nicht hier. Sound ist ein bisschen leiser geworden. Hatte ich mal umgestellt gehabt. So, jetzt ist viel, viel besser. Erledigen wir denn einen Kollegen hier? So, das wollen wir. Ach komm.
Komm, wir nehmen alles mit. Und hauen den hier nochmal kaputt. Und Lautstärke ist vielleicht doch noch ein bisschen zu laut. Ich glaube, so müsste es passen. Wo war der Ausgang? Da. Und dann gucken wir noch mal, was war der andere? Ich glaube, das war der hier. Ring der Fäulnis, genau. Da gab es 4. So, was wäre der optimale Weg dahin? Ich glaube, da lang. Kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Seelen. So. Hi, Freddy. Ernsthaft, jetzt? Ah, ich muss das wieder wegmachen. So. Einen Moment. 5 Minuten. Ich stell Timer. So. 5 Minuten läuft. Dankeschön. Du hast zu viele Kanalpunkte hier, merke ich gerade. Keine Ahnung, was du da jetzt gerade schreibst, aber ich hasse dich. Ja, ich wollte jetzt noch mehr Seelen einsammeln gehen. Aber ich feiere, dass wir mittlerweile so eine schöne Kupferrüstung haben. Auch wenn die jetzt mittlerweile dreckig ist, kann man die wieder sauber machen. Die glänzt nicht mehr so schön. Und ja, ich habe mir mittlerweile auch noch... da will ich nicht reinfallen. Aber der ist auf der anderen Seite. So, wo sind die Viecher jetzt? Die ich suche. Da haben wir einen. Ich finde schön, dass sie mit 2 Schlägen schon hinübergehen. Da haben wir den großen. Den großen wollen wir. So, und die Viecher. Sorry dafür, dass die so laut sind. Wer war das jetzt hier? Was hat der da? Können wir zerkleinern? So, wer hat auf mich geschossen? Ich sehe den jetzt nicht. Dafür erstmal Dankeschön, Freddy. Da oben, da. Und da ist der nächste. Der ging aber schnell hinüber. Machen wir den hier erstmal klein. Dann haben wir mehr Zeit hier. So, wo sind die? Da, da ist noch eine. So, gib mir deine Seele.
Hier müsste noch eine Person sein, also noch so ein Viech. Die hier fliegen können. Wo ist denn das? Es waren drei Fliegende hier immer. Und einen so ein Krieger. Die mich jetzt erwischt. So, jetzt haben wir wie viele Seelen? 8. So, wo waren noch mehr von solchen Flugviechern? Das ist jetzt die Frage. Oder wir können uns mal hier noch einen Weg machen. Ist ja einfach nur hier Richtung Norden. Da kriegen wir auch nochmal so einen Fertigkeitenpunkt. Die Krabbelviecher, die nerven echt. Okay, sind jetzt... Ah, die 5 Minuten sind um. Perfekt. Hier, es bimmelt. Ich darf die Brille wieder anziehen. So, ich hoffe, Freddy, du warst glücklich. So. Ah, Dankeschön. Da, ich kann dann so lange den Chat lesen. Vielen Dank dafür, Betty. So, okay. Wir wollen Richtung Norden. Wir brauchen mehr Seelen. Und dann, wenn... Da hinten, unser nördliches Lager, sagen wir mal so, hier ein bisschen besser aufgerüstet ist, wird das unser Hauptlager, unsere Hauptstadt dann. Dann können wir das im Startgebiet eigentlich wegmachen. Dann brauchen wir den ja nicht mehr. Aber ich werde zum, was Ressourcen angeht, so sammeln, eher offscreen machen. Weil das wird dann wahrscheinlich eher langweilig sein, nur zu sehen, wie ich permanent nur Holz sammeln und so weiter. Aber werde ich wahrscheinlich offscreen machen, wirklich dann irgendwie. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich eher für jede Art Ressource eine Kiste machen. So, wir müssen weiter da lang. Und eine Art Lagerraum. Das Gebiet kenne ich gar nicht. Natürlich kenne ich es auch nicht. Ich bin hier komplett neu. Ist komplett unerforscht. Das sieht aus wie tödliches Miasma. Jo, tödliches Miasma, da kann ich nicht durch. Also ich muss meinen Flammaltar nochmal irgendwie aufstocken. Aber ich will eher vorbereiten, dass wir im neuen Gebiet, also unsere neue Siedlung dann aufbauen. Ist das ein Blutmond? Von hier aus sieht es aus wie ein Blutmond. Aber das lassen wir mal in Ruhe, da gehen wir dran vorbei erstmal.
genau? Hier gleich links, okay. Wir sind schon fast da. Ausdauer ist auch schon wieder hinüber. Da vorne muss das sein. Das sieht ja richtig düster hier aus. Stufe 11 Gebiet immerhin. So, und Elixierbrunnen erreicht. So, ich freue mich gerade, dass ich einen neuen Controller habe. Da funktioniert das mit den Schildern jetzt auch wieder besser. Autsch. Das Gebiet kenne ich ja wirklich gar nicht. Obwohl, Ähnlichkeiten zu anderen Gebieten hat es auf jeden Fall. So, du, geh mir nicht auf den Nerv. So, einmal hier, heilen. Die Krabbelviecher wieder. Die Krabbelviecher gehen richtig auf den Nerv. Muss ich hier runter? Upsi. Okay, das war alles andere als schlau. So, welchen Weg haben wir gegangen nochmal? Hier entlang, glaube ich, oder? Nope, das ist eine Sackgasse. Dann lang. Weißt du was? Wir machen die Dinger erstmal weg. Dann können die nicht mehr respawnen. Hoppala, das Falsche gedrückt. Wenigstens 4 XP bekommen, nice. So, hier sind wir gestorben. Da haben wir wieder so ein fliegendes Viech. Ihre Seele. Warte. Nice, der gnadenlose Angriff war sehr super. Ah, das Ding. Schnell weg.
Ich mag es, dass die langsam sind. Ich würde vielleicht mal die Pfeilart wechseln. Feuersteinpfeil. Waren das schon mal viel? Kommt mir doch bekannt vor. Ein bisschen. So. Miasma-Boden nehmen wir mit. Autsch. Die kann man ja noch gebrauchen. Das haben wir hier. Stiefel des Bogenschützen. Nehmen wir auch mit. Hier sind wir. Nein. Keine Ausdauer gehabt. Haben wir ihn. So, was hat er hier? Ein Teerbogen. So, und dann reißen wir das Ding da ab. Da nicht runterfallen. Nice. Einen neuen Marker hinzugefügt. So. Reiß mal ab, genau. Wir haben jetzt drei Punkte hier, drei Fertigkeitspunkte. Kampfhaltung, wenn du mit deiner Nahkampfwaffe kritischen Schaden verursachst, heißt 5% deiner maximalen Gesundheit. Das würde ich auf jeden Fall gehen, machen wollen. Und dann hier Willenskraft. So, den lösen wir. Dann haben wir hier auch schon mal fertig. Und dann ist da schon gleich mein Zuhause. Also ein neues Zuhause. Reisen wir mal dahin. So. Das ist das, was wir hier fertig machen wollen. Also, was wir umbauen wollen. Altar aufwerten. So. Und so. Haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nochmal 6 mehr erstmal sehen für die nächste Stufe. Das ist die falsche Seite. Die Richtung wollte ich. Ist ja auch schon dunkel draußen. Hatten wir hier ein Bett gehabt? In dem Gebäude? Benutzt mal lieber die Fackel, damit sieht man mehr. Doppelbett machen wir weg. Ihn bauen wir auch ab. Das bauen wir ab. Das bauen wir ab. Das muss ja komplett hier, wieder hergerichtet werden. So, was ist damit? Alter, wie viele Spinnen? Jo. So, das weg. Kommen da auch Spinnen raus, ne? So, das weg. Das weg. Das weg. Holzscheite, perfekt. Alte Bücher.
So, das kann auch weg. Da kommen keine Spinnen. So, was haben wir da zum Abbauen? Hier nichts, ne? Ich würde sagen, hier raus können wir unser erstes Haus machen. Also unser erstes richtiges aktives Haus. So, die Knochen auch einmal weg. So, die Bücher hier auch. Keine Ahnung, was das ist, was da jetzt angezeigt wird zum Abbauen. Holzscheite, okay. Wieso kann ich das da nicht anvisieren? Nein. Ja, okay. Da habe ich nichts gegen. Und wieder schließen, bitte. So, hier doch auch alles einmal weg. Genauso wie die kaputten Dinger. Das wird komplett modernisiert hier. Wie weit ich schon mit Gothic 3 bin, sagen wir mal so, nachdem ich hier zu viel mit Zombies zu tun hatte, hatte ich erstmal für eine Weile keine Lust mehr auf Varan. Das waren mir irgendwann doch zu viele Zombies, die mich einfach nur noch genervt hatten. Ich hatte glaube ich einmal, das wirst du noch sehen, das wird noch kommen, 6 Folgen am Stück nur Zombies. Nur Zombies als Gegner. Gefühlt nichts anderes. So, hier könnte man einen Weg für den Keller machen, oder? So. Naja, gegen Gegnermassen habe ich ja nicht das Problem. Also, das war ja nicht das Problem. Das Problem für mich war, oder beziehungsweise eher das, was mich irgendwann nur noch gestört hatte, es war nur noch ein einziger Gegnertyp, gefühlt. Nur noch Zombies. Es war nichts anderes, gegen das ich gekämpft hatte, 6 Folgen lang. Und ich hatte dann irgendwie ein bisschen Abwechslung gebraucht. Und hab Varant erstmal für eine Weile... Das sage ich ja. Das sage ich ja nicht. Dass die anderen besser sind oder so. Es ist nur, was mich gestört hatte. Ich wollte auch mal gegen was anderes kämpfen, ja? Das behalten wir. So. Das Bett behalten wir. Das sieht richtig schick aus. Die Zimmer an sich sehen allgemein schicker aus, finde ich. Ich würde das so beibehalten. Das Skelette kam da mir deutlich seltener vor, vom Gefühl her. Und ich sag mal so, okay, das nehmen wir mal mit. Ich sag mal so, die Laune auf Zombies hatte, also die Laune, die ich dann auf Zombies hatte, hatte mich sogar
in die anderen Games, die ich momentan Let's Player auch noch mit drüber genommen. Dass ich keine Zombies mehr sehen konnte oder wollte. Ja, also ich sag jetzt nichts, dass die Zombies allgemein scheiße sind oder sowas. Nee, es war nur irgendwie... Ich hatte, was Gegner angeht, einen Tapetenwechsel gebraucht. Sagen wir mal so. Was will ich nicht abbauen? Ich will das da abbauen. Wieso kann ich das da nicht abbauen? Das hier kann ich. Ach komm, dann baue ich das auch ab. Wieso kann ich das nicht abbauen? Oder das? Ist das ein... Ah, weil das nicht mehr in meinem Gebiet ist. So, ich mach trotzdem mal alles weg. Alles, was wir hier nicht brauchen. Ja, das ist mir aufgefallen, dass im Varant irgendwie hier keine Abwechslung da ist. Das stimmt. Also ich werde trotzdem Gothic 3 durchziehen. Da macht ihr keine Sorgen, aber die Abwechslung, die fehlt mir wirklich tatsächlich. So. Ich reiße hier trotzdem mal alles ab. Was gehört ja bisher hier alles zu meinem Gebiet? Hier, die Kiste machen wir auch mal weg. So, wir wollen ja bis da hinten hin. Also das... Ah, okay, die Straße, die Kreuzung gehört schon zu mir. Okay, perfekt. Das Ding soll auch noch zu mir gehören, zu meiner Stadt. Das Refugium der Flamme. So, zwei Funken schon mal. Also das soll, hier soll meine Hauptstadt werden. So. Also, dass wir die Hauptstraße hier übernehmen. Hier endet schon. Ah, okay, das Miasma haben wir hier auch schon mal. Miasma-Gebiet, Bereich. Schade, dass man die nicht, nicht zurückdrängen kann, wenn die bei einem im Baugebiet sind. Habe ich leider rausgefunden. Oder ich weiß nicht, ob es komplett von der Flamme verschlungen werden muss, damit das verschwindet. So, aber was brauchen wir, um hier auf Stufe 3 aufzuwerten? Nochmal ein paar Mias. Stärkere Flamme, Schleim, Myzel, Funken, Indigo-Pflanze, Bernstein, Kupfererz und Brut ihr Licht im Kopf. Und Charakter-Attributsboni. Ich weiß nicht, was das bringt, eigentlich diese Attributsboni. Hier. Aber ich will hier schon mal paar, nein, kein Dings, Stauräume. Nägel fehlen uns jetzt. Wie viele Nägel haben wir hier hinten in dem Lager?
Ich hoffe, wir haben hier noch ein bisschen was. Hier haben wir keine Nägel. Hier auch nichts. Wir könnten aber welche machen. Wir haben hier ein bisschen was. Warte mal, erstmal auf die anderen Sachen hier einlagern. So, warte mal. Den brauchen wir nicht. Zerlegen wir. Zerlegen wir. Warte mal. Der macht 21 Schaden. Der macht 19. Der würde mehr Schaden machen als der hier, wenn ich den aufbessern würde. Achso, und die Seelen erstmal wieder hier rein. So, Lagerfeuer brauchen wir nicht. Gucken wir uns mal an, wie viel Schaden der Teerbogen machen würde, wenn wir den verbessern. Der macht ja 21. Der macht jetzt 23. Dann würde ich den hier ausrüsten. Und den dafür zerlegen. So, Stroh. So, was haben wir hier? Okay, ich muss Nägel herstellen. Wo haben wir Schrott hier? Wir nehmen so einen Stapel. Wo haben wir Holzscheite? Wir brauchen nämlich Holzscheite. Wo hatten wir die jetzt hingetan? Sind noch hier? Ich nehme die mal mit. So, bei ihm konnten wir Nägel machen. So. So, jetzt müssten wir 100 Nägel haben, oder? Ja, 100 Nägel. So, einmal gucken. Für den Stauraum, wo war denn das? Für den 6 Nägel, 6 Holzscheite. Könnten wir einiges an Kisten machen, definitiv. Ich würde dann wieder dahin reisen. Wo war denn da? Da sind. Und da schon mal anfangen, ein paar Kisten zu platzieren. Dass ich dann Ressourcen farmen kann und so weiter. So, Stauraum. Machen wir. 1, 2, 3. Wie viele haben wir? Sehr viele auf jeden Fall. Sehr, sehr viele. Ich tausche die beiden einmal um. So. Nein, falsch. Hier. Dann machen wir hier drüber noch mal welche.
nochmal da drüber. Oder das wird nichts. Doch, könnte noch werden. Okay. So. Da, hier nochmal. Hier nochmal. Und hier. So, dann haben wir 16 Kisten bis jetzt. So, der kann wieder da runter. So, dann können wir hier schon mal anfangen. Das, was wir jetzt halt haben. Also hier, das wird dann nur Holz sein, die Kiste. Packen wir hier dann nur Nägel rein. Nein. Andere Richtung. Warte mal. Dann würde ich von hier. Obwohl, das kann ich auch offscreen machen. Alles hier rüber packen. Alles hier rüber holen kann ich offscreen machen. Dann frage ich später mal Hel, ob sie mir dabei hilft. Und auch Ressourcen zu farmen. Ich könnte noch mehr Schrott gebrauchen, damit ich mehr Kisten machen kann. Gab es hier sonst noch was? Okay, dafür gab es nichts. Super. Inventar ist leer, oder? Ja. Obwohl, eine Rüstungskiste will ich machen. Die wäre dann die hier ganz links. Hier kommen dann nur die Rüstungen hin. Und was haben wir da für ein Dingens? Trank der Brut. Weg damit. Warte mal, uns fehlt doch noch was, ne? Es fehlt eine Hake. Hier. Holzscheiter, Garn und Stein. Ich würde dafür dann einmal wieder zurückreisen, weil die Hake, die brauchen wir ja auch noch. Ich weiß nicht, was wir noch an Rüstung haben oder brauchen, also Ausrüstung meine ich. So ein Werkzeugen. So Hake, Garn, Stein, Holzscheit. Guck mal, ob wir Stein müssten wir haben. Holz habe ich jetzt rübergebracht. Ja, wir haben hier Dings. Garn. Haben wir hier Stein? Hier ist kein Stein drin. Haben wir hier Stein drin? Ja, 12. Hm, nope. Ja, müssen wir uns eben Holz holen. Dann wir auch die Hake kriegen. Holzfäller, Schuttachs und Schutzspitzhacke. So. Wir gönnen uns einfach den Baum hier jetzt. Damit wir auch endlich mal die Hake kriegen. Perfekt, die ist jetzt schon da. Dann hier Schutthacke, Metallschrott und Kohle. Kohle haben wir, glaube ich, noch hier, oder? Nein. Hier? Ach, hier hatten wir noch Holz und Erde.
Ist hier sonst noch irgendwas drin? Hier haben wir noch Kohle und Kupfer. Gabel teilen. Nochmal gucken, was bräuchten wir nochmal? Metallschrott. Da waren aber auch noch welche, oder? Ne, hier war Kupfer. Wo? Warte, hier war. Alles mal da raus. Die nehmen wir irgendwann später mit rüber. Haben wir sonst noch irgendwas hier? So, Metallschrott hatten wir hier drinne. Ne, hatten wir hier nicht. Nope. Hier. Machen wir mal eine Schutthacke draus. So. Perfekt. Ein großes Radius, muss man sagen. So, einen Moment. Kurz überlegen, was will ich jetzt machen? Wohl die ersten paar Sachen kann ich ja mit rübernehmen. So. Machen wir mal so. Wenn wir ja schon hier sind, dann können wir schon mal die ersten paar Dinger mitnehmen. Und hier einlagern. Wie hier zum Beispiel Holz. Hier Nägel haben wir nicht. Können wir hier, sagen wir mal, hier packen wir Stein rein. Oder warte. Hier ist ja Holz, dann machen wir nach oben hin. Kommen hier dann die Bretter. Hartholz. Dass das schon eine gewisse Ordnung hat. Dann machen wir die Nägel hier raus. Und die Äste dafür da rein, genau. So, hier ist ja Stein. Dann kommt hier Bernstein. Was könnten wir noch hier reinpacken? Kohle würde ich sagen, vielleicht nach da oben. So, was können wir hier hinpacken? Schrott würde ich mal sagen, hier rein. So, einen Moment, ich lese das gleich durch. Also hier hatten wir jetzt Schrott, dann wird. Nein, hier oben. Da. Dann würde ich hier die Metallplatten reinpacken. Und hier dann die Kupferbahnen. So, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in Gothic 3 verbracht habe. Das müssen aber Tausende sein. Durchgespielt habe ich es aber nur einmal. Boah, da glaube ich. Ähnlich geht das mir mit, in welchem Spiel war denn das hier, ich glaube, ne, ich habe eigentlich gefühlt, alles, was ich jetzt bisher Let's Played habe,
Habe ich bisher jetzt nur einmal auch durchgespielt. Meine ich. So, hier würde ich dann. Ne, hier. Wir brauchen wieder mehr Kisten. Hier hatten wir Holz. Nehme ich wieder alles rüber. Wo hatten wir die Nägel hingetan? Oder Metall, hier Schrott. Ne, hier nicht. Ja, Gothic 1 schon jetzt zweimal. Boah, ich muss Gothic 1 wieder anschmeißen demnächst. Stimmt, bei ihm kann ich, hier kann ich keine Nägel machen. So, du kommst schon mal hier hin. Du fängst an, für mich Nägel zu machen. Ich brauche mehr Kisten, ja? So, Stauraum. Kein Slot mehr. Ja, super. Fängt gut an. So, wir brauchen mehr Slots. Schon. Pack das mal so um. Für jedes Material eine Kiste. Irgendwann werden wir das zu magischen Dingern hier oben ändern. Da kommt noch, auf jeden Fall. Aber jetzt fürs Erste. Jetzt fürs Erste brauchen wir das so. Jetzt kein Platz mehr, na super. Ne, keine Materialien mehr gehabt. Okay. Ist wieder was anderes. Bräuchte ich eigentlich, um daraus magische Dinger zu machen? Nochmal, abgesehen von Seelen. Und ach, Sporn. Die kleine Truhe, die haben wir ja. Und dann die Sporen, okay. Und Flüssigkeit. Ja, gut. So, hier kommt dann wieder das Holz rein. So, Holz. Der ist leer. Der ist leer. Obwohl, wir können erst einmal einfach irgendwie reinpacken. Machen wir hier Kupfererz. Ich hoffe, Hel wird sich nicht beschweren, wenn sie mir dann hilft, hier zu farmen offscreen. Hier ist leer. Was packen wir hier rein? Packen wir hier mal Garn. Ah, ne, warte, das wollte ich nicht.
Hier Leine. Hier haben wir Ausrüstung. Da packen wir hier rein. Komm, hier packen wir Kamille rein. Dann kann hier Honig. Hier Haselnüsse. Dann kommen da oben Erdbeeren. So. Dann würde ich hier Fenkel reinpacken. Das müsste dann für den Anfang erstmal reichen. Ich werde definitiv noch einiges mehr an Truhen bauen müssen. Einiges mehr. Aber dass zumindest hier von allem, was da ist, Sporen dann auch noch sammeln, um erstmal Flüssigkeiten sammeln, damit ich magische Dinger draus machen kann. So, es wird auch langsam dunkel. Wir brauchen hier eine Tür. Also vorne eine Tür, nicht hinten. Haben wir noch mal ein bisschen Holz. Und Stoffwetzen. Pack ihn noch mal rein. So, hier haben wir Leinen. Hier Holz. Wo haben wir Stofffetzen? Hatten wir noch gar nicht. Wir werden deutlich mehr Kisten brauchen. So, aber es wird dunkel, das heißt, wir gehen pennen. Ja, ich freue mich schon drauf, hier das alles umzubauen. So, hier machen wir zu und legen uns hier hin. So, der schläft schon. Perfekt. Komm, nehmen wir mal mit, dann können wir das hier abbauen. Dann kriegen wir Holz. Wir haben ja eine Kiste nur für Tränke. Ist, eigentlich würde ich hier würde eigentlich eine Tür richtig Sinn machen, meine ich. Kann ich irgendwie nicht bauen. Hier hinten macht die gar keinen Sinn. Die würde genau hier vorne, vorm Schutt, am meisten Sinn machen. Alter, wo kommst du denn her? Einfach in meinem Territorium. Aber wir haben Rose Wild. Wir brauchen eine Nahrungsmittelkiste. Pack die mal hier hin für Nahrungsmittel. So. Haben wir was für Leder? Hier sind die Tränke. So.
Lederkiste haben wir jetzt nicht, ne? Wir haben keine normale Lederkiste. Und für die Münzen haben wir auch keine Kiste. Bis jetzt. Komm, machen wir hier raus die Lederkiste. Und hier die Münzkiste. So, welche Quest haben wir jetzt gerade aktiviert? Feuerstelle für die Bäuerin. Verloren im Miasma. Du hast Hinweise auf die Reise der Atalan Skre durch das düstere Dickicht entdeckt. Sie muss ein Lager in der Nähe aufgeschlagen haben. Erkunde das Lager der Jägerin. Das hier machen. Warte mal, wie weit weg ist denn das? Also. Da ist das. Okay, verloren im Miasma. Dann noch nicht. Etwas, was näher ist vielleicht. Tumult in den Katakomben. Zeit für die Ernte. Wo ist das? Noch weiter weg. Eine wichtige Untersuchung. Auch wieder da. Okay. Dann verloren im... Oder warte, wie weit ist das? In die entgegengesetzte Richtung. Aber hier hinten waren wir noch gar nicht. Dann würde ich vielleicht doch Obeliskenforschung machen. Da hinten haben wir eine Straße, die dann gleich nach links führt. Ich finde die Pilze süß, wirklich. Hier hätten wir einen interessanten Turm. Wenn wir diesen Baustil hier oder diese Bausteine auch kriegen könnten, ich würde das als irgendwann dann als meine Stadtmauer nutzen wollen. Wenn wir bis dahin überhaupt kommen. Das ist ja jetzt die andere Sache. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist was verschüttet, vergraben, aber... Es gibt irgendwie für jedes Item oder so irgendwie eine Quest bis jetzt. Also wir werden so oder so an alles kommen, was wir brauchen. Da können wir gar nicht hin. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich noch einmal hier aufwerten, dass ich da hin kann. Also Stufe 4 von den Flammen werden. Also ich gehe von aus, Stufe 4 müssen wir auf jeden Fall schon werden. Damit ich
wir da weiterhin können. Was bräuchten wir jetzt nochmal für Stufe 4? Schleim, Myzel, Funken, Indigo-Pflanzen, Bernstein, Kupfererz, Brut-Irrlicht-Würmkopf. Der Brut-Irrlicht-Würmkopf, das ist das Viech, glaube ich, in der Hauptstadt. Was wir bisher jetzt noch nicht besiegen konnten. Die Hauptstadt ist ja hier. Würde ich vielleicht hier erstmal die anderen Tumult in den Katakomben. Machen wir das. Ist ja nicht weit. Vielleicht einmal hier rum. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg durch das Miasma dahin gehen. Flachs, die brauchen wir auf jeden Fall. Ne, hier ist keine gute Idee. Da sind wir wieder im Miasma. So. Hier haben wir wieder Erdbeeren. Perfekt. Hier auch schon wieder Miasma. Ah, Reklang, da sind wir wieder. Ne, ich glaube, das ist keine gute Idee, hier entlang zu gehen. Nächstes Wildschwein. So, erledigt. Nehmen wir mit. Und das Schöne hier ist, die wichtigen Ressourcen, die haben wir alle hier gleich um die Ecke. Okay, nice. Beide auf einen Schlag. Nehmen wir auch alles mit. So, hier wird die Musik wieder düsterer. Wir hätten auch schnell reisen können. Aber okay, dann hätten wir auch keine XP gesammelt in der Zeit. Hier, Indigo, die brauchen wir. Die sind wichtig jetzt, gerade aktuell. Den Turm kennen wir. Oder? Den nehmen wir auch mit. Hier können wir schlafen zur Not. Und haben ein schönes Feuer. Den hier kenne ich gar nicht. Oh
So, ich nehme trotzdem mal alles mit. Jo. Der hat mich jetzt erschrocken. Nein, nicht den Stein. Ich wollte ihn einsammeln. Hier. Standort oben. Was heißt hier Standort oben? Da oben? Kommt man da hoch? Standort unten. Ach, da hinten. Ah. Dornbusch-Friedhof. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Okay, fängt schon gut an. Was haben wir hier? Bisschen unter der Erde. Ich schleppte gerade etwas Baumaterial, als ich einen Rumpel unter meinen Füßen spürte. Erschrocken stolperte ich über meine schwere Last und stürzte zu Boden. Ich muss mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen sein. Als ich erwachte, spürte ich ein Kribbeln an meiner Handfläche. Ein Krabbeln, ein Stechen. Irgendein Vieh hatte seine nadelartigen Zähne in meine Hand gestoßen. Ich schüttelte es ab, aufgewühlt durch den Schreck. Ich wollte es zerstampfen, aber das Tier hatte sich unter der Erde verkrochen. Baut ohne mich nicht weiter, während ich die Wunde versorge. So. Das Level kennen wir doch. Also das hatten wir schon irgendwo anders gesehen. Meine ich. So, das Ding auch weg. Okay, der sieht heftiger aus. Was hat der denn da für ein Schild? So, den haben wir. Ey, ich hätte sein Schild gern gehabt. Okay, das hat noch zu meinen Punkten gezählt. Nice. So, kommt man hier? Ja. Den machen wir weg. Das nehmen wir mit. Zauber brauchen wir eigentlich nicht. So, nehmen wir auch mit. Fängt schon gut an, hier im Dunkeln rumzutapsen. Das. Okay, warte mal. Ich muss doch schon dahin. Aber was muss ich machen, um da durchzukommen? Warten wir noch mal. Vergifteter Kupferfall. Perfekt.
Gab es hier, finde ich, noch einen Weg, irgendwie irgendwas zum Öffnen? Oder habe ich es übersehen? Hier einmal wieder Zeit fahren. Ja, ich hab's übersehen. So, machen wir auf. Wirbelbrecher. Ist das ein Einhand oder? Ne, das ist Zweihand, okay. So, ich sehe gerade gar nichts. Das nehmen wir mit. Jo, wo kommen die jetzt alle her? Alter, jetzt hört auf! Mit. Autsch. So. Wieder alles mitnehmen. Jetzt bräuchte ich wieder irgendwas zum Reparieren der Sachen. Haben wir ihn? 32 Schaden. Wie viel Schaden macht unsere aktuelle? Auch 32. Okay, zuerst den da. Nein. Autsch. Mit. Und ihn nochmal. So, ich müsste jetzt wirklich langsam meine Sachen reparieren. Mein Schwert zumindest. Naja, Feuerball wollte ich nicht haben. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Da. Löschen. Hier vielleicht den erst einmal nutzen.
Und das, das, das. So, ich sehe gar nichts. Mützel nehmen wir auf jeden Fall mit, das brauchen wir. 15 Stück insgesamt. Wie voll ist unser Inventar? Sehr voll gerade. Wir können aber das mal zerlegen. Gibt es denn hier? Nur dann? Kupferpfeile. Hier gibt es viele Kupferpfeile. Nur mal so angemerkt. So, und die Zeit wird langsam knapp. Das hier hin. Hier war aber noch eine Tür. Da. Mal gucken, was dahinter ist. Nein! Nicht die Viecher. Ich hoffe, gegen den komme ich so an. Okay, das werde ich so nicht schaffen. Und die Zeit wird knapp. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. So. Wieder auf 9 Minuten immerhin. Okay, perfekt, die können wir so kriegen. Auch wenn er gleich laut wird. Nein, der schon wieder. Ich treffe ihn gar nicht. Steckt da fest. Soll ich jetzt Bug-Using? Ich kann da jetzt nichts für, dass er da feststeckt. So, den da vielleicht. Na okay, der ist wieder weg.
Okay, der ist wieder runter. Einmal den. Okay. Aber den haben wir gleich. Nehmen wir alles mit. Handschuhe des Bogenschützen. So, aber hier wurde irgendwas versteckt, was wir noch brauchen. Wo sollen die Katakombensteine sein? Sind die jetzt woanders? Okay, wieder kurz ruckeln. So. Diese Geschichte ansehen? Nee. Auf Karte anzeigen. So. Es muss schon hier sein. Aber wo? Wo sollen die Steine sein? Hier vielleicht? Hier! Okay, was habe ich, was ich nicht brauche? Unterholz Magierstab. Quest ab. Ah, okay, das waren die. Dann haben wir das auch erledigt. Wieder 9 Minuten voll machen. Ist draußen dunkel? Ja. Draußen ist dunkel. Jetzt ist nur die Frage, welchen Weg nehmen wir, um wieder zurück aus, also raus aus dem Miasma zu kommen. Muss hier jetzt irgendwie raus. Wo befinden wir uns? Wenn wir jetzt da lang gehen, dann kommen wir doch raus, oder? Hier haben wir auch noch einen Weg. Ah, wir sind raus. Okay, perfekt, dann können wir nach Hause, kurz porten. So. Einmal reparieren und alles einlagern. Ich bleib bei der Fackel. Alles, was wir hierfür haben, rein.
Hier haben wir nichts. Hierfür haben wir nichts. Haben wir Nägel? Nope. Äste hatten wir. Perfekt. Hatten wir Stein? Ja. Hiervon hatten wir nichts. Hatten wir Kohle angesammelt? Auch nicht. Ich hätte hier wirklich gerne mal so ein Sortiersystem, also dass wir irgendwie alles einfach in eine Kiste packen und der sortiert dann alles in die anderen Kisten rein. So, aber für hier haben wir was. Wo haben wir das? Wo sind die Handschuhe? So, nee. Darüber. Und das kann wieder hier hin. Und das dann wieder zerlegt werden. Für hier haben wir nichts. So, haben wir sonst noch was für hier? Trank der Blut. Kann da rein. Hier haben wir nichts. Dann würde ich hier Schrott reinpacken. Hier haben wir auch nichts. Packen wir hier die Miasma-Flüssigkeiten rein. Hier ist leer. Packen wir hier Flachs rein. Dann hier auch wieder leer, Indigo-Pflanze. Dann hier Myzel. Hier packen wir... Ich würde sagen, hier packen wir erstmal solche Dinger rein. Hier kommen die Münzen. Obwohl, warte mal. Dann packen wir die doch. Packen wir. Oder hier packen wir die Bausteine rein. Und hier dann. Sowas, sowas und sowas. Und hier halt Lebensmittel. Dann bräuchten wir wieder neue Kisten, wieder nochmal mehr. Müsste vielleicht sogar noch eine Reihe mehr machen. Gehe ich mal von aus. Aber ich mache hier jetzt mal einen kurzen Break, eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Ich muss eben auf Toilette.